Hallo und willkommen zu meinem neuen Vlog. Das ist mein letzter Vlog jetzt. Meine Zeit hier jetzt so langsam zu Ende geht. Ich habe mich von meiner Gastfamilie verabschiedet und ich bin jetzt mit meiner Familie, die haben mich abgeholt. Wir sind jetzt in Miami, wie man vielleicht erkennen kann hier. Also Südflorida. Wir sind jetzt hier noch für ein paar Tage. Dann geht unser Flug nach Hause und dann war es das mit meiner Zeit hier. Deswegen einfach noch ein letzter Vlog von meinen paar Tagen hier in Miami. Wir haben heute ein bisschen den Tag verbracht, einfach rumgefahren, waren ein bisschen im Meer, waren ein bisschen baden. Und jetzt gehen wir zu einem Baseballspiel. Jetzt ist kurz so Nachmittag, Abend. Und wir fahren jetzt gleich los zu dem Baseballspiel. Da werde ich auch ein bisschen filmen. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Vlog. Zu einem Baseballspiel gegangen. Das war eigentlich eine richtig coole Erfahrung. Ich habe auch einen Baseball gefangen. Ich kann euch jetzt mal hier kurz ein Bild einblenden. Es war eine richtig coole Erfahrung, einfach mal in so einem riesen Stadion Baseball anzugucken. Ich habe Baseball vorher nie wirklich so ganz verstanden, bis ich dann in der Highschool geguckt habe und mir Leute erklärt haben, wie es funktioniert und so. Und eigentlich ist es ganz cool, um es dann auch mal professionell zu sehen. War auch, wie gesagt, eine sehr, sehr coole Erfahrung. Und dann auch noch damit, dass ich den Baseball angefangen habe und dann quasi auch noch so eine Art Souvenir mitnehmen konnte, war es dann natürlich auch nochmal viel besser. Danach waren wir dann noch brasilianisch essen. Das war auch so eins der besten Sachen, die ich hier in meinem ganzen Auslandsjahr hier erlebt habe. Also dieses Essen war echt genial. Es war hauptsächlich Fleisch und halt noch ein paar Sides dazu. Aber es war einfach extrem gute Qualität, extrem lecker. Extrem fancy, auch überall in allen Drinks war irgendwie Trockeneis drin und es hat die ganze Zeit geraucht, also gedampft halt. Und das war auch nochmal ein richtig cooler Abschluss, auch mit meiner Familie dann noch. Dann waren wir jetzt noch bei Hollover Inlet, das kennt man vielleicht von YouTube. Wenn ihr es auschecken wollt, Wavy Boats YouTube Channel, wo quasi ein Fluss so in der Art ins Meer reinkommt. Es ist ziemlich wellig dort und da fahren ziemlich teure, ziemlich also manchmal ziemlich teure, manchmal eher kleine Boote entlang, wo dann die Wellen einfach extrem krass sind und die das extrem unterschätzen, weil das ziemlich gefährlich ist dort. Heute war es jetzt nicht so krass, an manchen Tagen ist es viel heftiger, das kann man auf YouTube dann sehen. Und wir waren da einfach ein bisschen am Strand noch und sind dann hier zum Hotel gefahren. Jetzt stehe ich gerade hier. Ich gehe jetzt gleich schlafen, weil morgen müssen wir um 3 Uhr aufstehen, um zum Flughafen zu fahren. Und dann war es das auch schon im Auslandsjahr in den USA. Es war eine extrem coole Zeit und es gibt definitiv Highlights, die ihr hier auf dem YouTube-Kanal anschauen könnt. Es war eine extrem coole Zeit, extrem aufregende Zeit. Und wenn ihr auch Lust bekommen habt, das jetzt aufzumachen, dann kontaktiert einfach Kulturwerke und ihr werdet auch die Möglichkeit haben, das tun zu können. Ja, und ich hoffe, meine Videos haben euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal abonniert, dann verpasst ihr keine anderen Videos mehr, weil da gibt es auch extrem coole Leute, die jetzt dann neu kommen und neue Videos machen. Und ja, ich hatte eine mega Zeit und ich hoffe, ihr könnt es auch machen. Ich sitze jetzt hier im Gate und warte darauf, dass mein Flieger nach New York geht. Ich wollte einfach noch mal kurz ein Update geben. Es ist auch niemand hier. Es ist 4 Uhr morgens, deswegen ist es ein bisschen langweilig. Ich habe noch ungefähr 3 Stunden. Ich bin viel zu früh hier.